Ich bin sehr outdoor-erfahren und habe schon über 200 Mal im Freien übernachtet. Sowohl im Wald als auch am Fluss, auf dem Berg, im Tiefschnee. So haben wir die ganze Zeit hier rumgelaufen. Es regnet, mein ganzer Tarp sickert rum und ich bin irgendwie nass. Ich muss das richten. Das gehört weg. Unter lauten Zugbrücken. Das ist richtig runtergespritzt gerade. Unter lauten Autobahnbrücken. Herzlich willkommen in der lauten Autobahnbrücke. Das ist hier alles total windig. Dieser ganze Wind muss weg. Das fliegt uns weg, dieser Tarp, die ganze Zeit. Das ist richtig hässlich, diese Brücke hier. Das wird eine richtig hässliche Nacht sein. Auf lauten Bahnsteigen. Stunden auf dem Baum. Guck mal, ich habe hier dieses Spaghetti hier aufgebaut mit den urinfarbigen Seilen. So ungefähr könnte ich mich hier so liegen bleiben. So, es fängt an zu regnen. Wie viele Tropfen hast du abbekommen? In dieser Unterlegplane, da war eben gerade eine ganz große Pfütze drauf. Es scheint so auszusehen, dass hier schon wieder eine Pfütze reinläuft. Weil es will einfach nicht aufzuhören zu regnen. Boah, es hat nur durchgehend geregnet. Alles ist nass, Socken nass, Schlafsack nass. Das ist nass. Oh, selbst Experiment ist ein voller Erfolg. Guten Morgen, geliebter Naturin. Horrornacht des Todes, Junge. Wir haben jetzt die ganzen 36 Stunden geschafft. Im Flughafen. Das hier, das ist unser Camp für heute Abend. Hier pennen wir heute. Moin Moin. Einige, Alter. In Bushaltestellen, in Lost Places, auf Bänken, auf dem Trödelmarkt oder in Sparkassen. Das waren ein paar Beispiele. Ich habe so gut wie überall geschlafen.